Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassic Park-Kamera, der live aus Berlin. Das ist meine Tochter Jackie Weinhaus. Und wir sind heute unterwegs für euch draußen. Wir haben heute den 29. Juni, glaube ich, oder 30. Juni, 29. Juni. Und hier in Berlin ist das Bergmannstraßenfest ab und heute wieder zu Gange. Ja, was denn? Und es ist 28 Grad draußen im Schatten. Geht aber, ich finde es geht. Und er trifft heute sich wirklich immer Travestie mit hohen Temperaturen besonders gut, finde ich. Ja, man schwitzt halt am Gesicht vorbei. Danke an Elnett. Hi. Hallo. Es ist in Berlin. Ein Straßenfest in der Bergmannstraße. In Berlin. Und die Bergmannstraße, da wohnen, gerade in diesem Kiez, wohnen, ich sag da immer gerne zu, die vegane Öko-Bourgeoisie wohnt da. Ja. Die Champagner-Sozialisten. Die Toskana-Fraktion, die wohnt da gerne. Und lässt sich jetzt selbst feiern. Und in der Nostitzstraße gibt es eine Bühne, die wird veranstaltet vom BKA-Theater, wo ich auch immer auftrete. Und da habe ich heute Abend um 19 Uhr einen Slot ergattert und kann von 19 bis 19.30 Uhr irgendwas auf der Bühne machen. Also ähnlich wie der Travestie. Freestyle. Genau, da ist halt Travestie macht. Für die Massen. Für die Massen. Und wir gehen jetzt einfach mal hin. Wir haben es jetzt 15 Uhr. Und in Bahnhöfen ist es ja tendenziell für Transvestiten angenehm, weil kühl, aber gefährlich, weil transphobe Menschen. Außer hier. Hier sind keine. Der vorne ist schwul, guck mal. Das darfst du nicht sagen. Wie Jamie. Warum, ja. warum schämst du Body Jurassica? Nein. Diese blöde Scheiße, ich hasse die jetzt. Das sind die wirklich so wahnsinnig stark. Ich sagte, mit dem Stil ist der Zug vorbei. Halt doch mal deinen Scheiß. Ja, wir gehen zu den Kindern. Wir fahren wieder aus Bielefeld. Warte mal jetzt. Ich habe keine Unterhose. Doch, wir machen das einfach. Ach, guten Tag. Hallo. Hallo. Hast du keine Unterhose an? Bist du ganz nackt? Das glaube ich dir nicht. Ich habe die Beine. Hast du wirklich keine Unterhose? Nee, ich habe nur ein Bauchwerkhöschen angezogen. Ja, aber dann sieht man doch nichts. Hast du schon mal ein Bauchweg-Frauenhöschen angezogen, das nicht dafür gemacht ist, Eier zu verstecken? Da hängt ein Ei raus. Kenn ich schon, ja. Hängt dir gerade ein Ei raus? Das linke oder das rechte? Du nervst. Mach doch mal nach da, das ist viel schöner, das heißt das Panorama. Da muss ich aber fremde Leute filmen und die wollen das nicht. So. Dann sollen sie den Kopf runter machen. So. Die nächste Station ist Gleis Dreieck. Und hier wird in den nächsten 10 Jahren, werden hier 7 Hochhäuser gebaut und eine neue S-Bahn-Station, S-Bahn-Linie wird hier gebaut. Okay. Hier wird das, ja, ja. Das ist dann die S-Trans? Nee, das ist S21 oder irgendwas. Und es werden 7 Bürotürme gebaut hier. Büro. Büro und Urban Living. Also Kacketürme. Ja. Kacketürme für Gentrifizierung in Berlin. Was ist das für schöne Bergtiergarten? Das ist jetzt gerade schon wieder Kreuzberg, ja. Oh, auf jeden Fall. Damit sieht mein Fett gar nicht so Gesicht aus. Mein Gesicht gar nicht so fett aus wie sonst. Ja, süß. Hey, dann lass ich jetzt einfach mal. Nein, das ist meine Brille. Das ist meine Brille. Das ist echt LSD. Hi. Der hat Angst vor uns. Ja, aber der ist süß. Der ist süß. Der ist süß. Ach, der ist süß. Warte, ich zeig mal kurz, wie süß der ist. Ich glaube, der bäckt sein Brot selbst. Ja, das ist so ein Selbstschrot. Oh nein, wir müssen raus. Oh Gott. Oh Gott. Das haben wir uns so verquatscht gerade, Weinhaus. Deine Schuld. Meine Schuld wieder, ja. Wie laut du rennst. Das hört mich an wie Donald Duck. Das ist der dicke Junge von vorhin da auf der Rolltreppe. Da sieht man nicht mehr. Ach, schnell. Da ist ein dicker Junge, den haben wir vorhin gesehen. Schnell. Der rennt gleich. Ja. Der will zu unserer Bühne. Ja, ja. Oh. Da ist er. So, die Leute hassen uns schon wieder alle. Jetzt geht er weg, komm.
Die U-Bahn ist sehr voll. Die wollen alle wahrscheinlich zum Bergmannstraßenfest. Nee. Nein, wo wollen die sonst hin? Die wollen alle zu uns. Die wollen alle zu uns. Möchtest du durch? Nein, okay. Aber wir wollen durch. Es ist wahnsinnig warm hier drin. Keiner hat Parfüm benutzt. Ich knalle mich dann in deinem Busen fest. Herrenbusen. Herrenbusen. Und dann gehen wir Gneisener Straße raus und dann lassen gehen wir uns... Gehen wir erstmal zu Ron und den Bullern. So, da drüben an der Ampel ist nochmal der fette Junge von vorhin. Der läuft jetzt über die Stadt, der verfolgt uns. Jurassica, der verfolgt uns. Ja, ich weiß. Und er merkt, dass wir merken, dass er merkt, dass wir merken. Und er muss niesen. Hat er genossen? Ja, aber der ist gar nicht so dick, wie du mal sagst. Aber er hat eine blaue Sonnenbrille angezogen. Und jetzt geht er da wieder rein. Jetzt passt auf, die Bergmannstraße, da gibt es ganz, ganz viele süße Läden, so mit so vegan gestrickten Fairtrade-Unterhosen und so Flatterteilen für so Deutschlehrerinnen mit Holzohrringen wird da gerne verkauft. Und da gibt es Naturkosmetik und Netto gibt es da auch schön. Und wir haben da mal gewohnt, wir waren da mal Nachbarn gemeinsam. Im Bergmann geht's fürchterlich. Und unser guter Freund Ron wohnt da auch Ron noch. Ron Holzschuh. Ich muss jetzt den homosexuellen Jungen aufreißen für die Bahn. Hi, darf ich fragen, wie du heißt? Ja. Jonas. Jonas, wie alt bist du denn? 22. Du siehst aus wie 15. Dankeschön. Peter Rastin. Hi, wie heißt du? Ich bin Antonia. Wie alt bist du? 21. Seid ihr beiden zusammen? Ja. Oh, wollt ihr irgendwann Kinder machen? Ich glaube, die wären sehr hübsch. Oder? Danke. Ja. Wir müssen jetzt travestieren. Tschüss. Tschüss. Schade, dass der nicht schwul ist, ne? Wer denn noch? Setz dich einfach drauf. Gut. Jonas. Und Antonia. Alle Anfang 20 heißen heutzutage Jonas. Oder Antonia. Antonia. Oder Max. Und Jonas, die waren bestimmt aus Bielefeld beide. Ja, finde ich auch. Natürlich. Also, wir sind jetzt gerade auf dem Balkon unseres guten Freundes, dessen Name nicht genannt wird. Ron Holzschuh. Ron Holzschuh. In Friedrichshain. Und der wohnt hier. In Friedrichshain. Auf einem Balkon, da kann man so richtig schön in so einen Innenhof reingucken. Das ist ein Innenhof in Friedrichshain übrigens. Und wir haben ein Sektchen bekommen. Ich trinke es aus einer Margarita-Schale und die Weine aus einer Müsli-Schale. Das ist wirklich wahnsinnig stilvoll. Mm. Wollen wir noch mal ganz kurz auf den Sexismus von vorhin zu sprechen kommen? Ja. Sie hat mich an der U-Bahn total belästigt. Aber es war so lustig, wir zeigen euch das gleich mal. Gerne. Peinlich in der U-Bahn. Ach so, okay. Aber auch sexistisch. Achtung, ich gehe jetzt hier so lang. Und dann sehe ich da so eine geile alte Schnalle und ich denke mir, was für geile Titten die hat. Und dann mache ich so. Dann gehe ich weiter. Weinhaus, ja? Bist du bereit zum Runtergehen gleich? Na, total. Du siehst aus wie die bärtige junge Jaja Gabor heute. Revanche, Biobauschaum in der Harnröhre. Warum nicht? Ron Holzschuh hat noch ein Gimmick für den Werbespot. Mhm. Es geht ja um Biobauschaum für und in der Harnröhre. Warum nicht? Mit Schoko? Ja. Natürlich. Ach so, schade. Schade. Kriegt ihr nie wieder von der Klamotte. Ich darf die Transe spielen. Moment. Biobauschaum für die Harnröhre. Bitte. Revanche, Biobauschaum für und in der Harnröhre. Warum nicht? Die ist heute auch da. Wie heißt und, sie denn? Die heißt Marion und die kommt heute extra um 19 Uhr zu meiner Bühne, um mich mal im Vorbild zu sehen. Ich liebe meine Marion, meine Physiotherapeutin. Und die hat gesagt, sie hat auch eine andere Patientin und die hat eine Trommelgruppe und die tritt hier heute auch auf. Also in dieser Symptome wahrscheinlich. Eine Trommelgruppe. Wisst ihr Bescheid? Faszien sind ja das neue Schwarz. Hallo! Hallo! Oh, ihr kifft! Toll! Nein, nur heimlich! Wer sind die denn? Weiß ich nicht, die wohnen hier wahrscheinlich. Die Gummizieher. Da ist sie. Da ist es schon, da ist es schon, da ist es schon. Da ist Coco! Schon. Hallo, Schatz. Hallo. Hallo. Na, das ist ja fein. Wir sehen uns gleich. Ja, wir sehen uns gleich. Das ist meine Bühne. Hat sich erinnert von vor 3 Jahren. Es sind jetzt gerade Kinder auf der Bühne. Ich weiß nicht genau warum. Sei auf dem Hub von dem Wolf, sprach die Mutter. Menschen. Oh Gott, ich wollte dich nicht diffamieren, aber ich glaube, du bist homosexuell. Ja? Nee, ist er nicht. Der ist heterosexuell. Ich glaube, der ist homosexuell. Er hat sehr viel Tinte in der Hand. Ja, ja.
Conchita Wurst? Nee. Olivia Jones. Da ist der Mann mit dem Brot. Oh, da. Guck mal, da ist der Mann mit dem Brot. Guck mal da. Jurassica? Ja. Die haben Zitronenstand. Oh, süß. Hier gibt es Zitronen aus dem Ausland. Ohne Minze. Oh. Und später Gurken, das war schon mit Rucola. Ohne Zucker? Ei, ohne Zucker. Mango-Soße. Ja, ernsthaft. Und dann machen wir unsere Egg Rolls mit Avocado-Creme, Gurke, Blattspinat. Super lecker. Wie heißt du? Patrick. Eckkneipe Berlin. Guck mal. Patrick, der Brötchenmann. Hallo, ist der schwul? Süß, oder? Oh, geil. Ja, ich gehe dann ganz schnell. Okay, und zwar geht es darum, wir machen gerade so eine Rubrik. Kreuzberger Sommer sind lang. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Song dazu kennt. Kreuzberger Nächte sind lang. Ja, klar. Lang. Natürlich. Kennt ihr doch. Also, jetzt wollen wir fragen, könnt ihr vielleicht uns irgendwie einen Satz sagen mit unser Kreuzberger Sommer wird... Punkt, Punkt, Punkt. Transvestitisch. Okay, nochmal. Den ganzen Satz. Sag das. Unser Kreuzberger Sommer wird transvestitisch. Und hoffentlich ohne Eigentumswohnungen. Und jetzt könnt ihr noch mal sagen, Kreuzberg ist für mich sehr divers. Ein ganzer Satz muss sein. Ne? Unser Kreuzberg ist für uns sehr transvestitisch. Kreuzberger Sonnen sind rot. Das war ganz schön beschissen. Ja, wahnsinnig beschissen. Jetzt sind wir auf der Kreuzung Bergmannstraße, Ecke Nostitzstraße. Wir machen mal so. Man läuft die Bergmannstraße Richtung Mehringdamm entlang und zu seiner, ihrer oder dessen Linken tut sich irgendwann ein auf Art Deco gemachter Neubau auf. Das stimmt. Das Gesundheitszentrum an der Bergmannstraße. Ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, es wurde 2009 eröffnet. Ja. Und es hat eine Rolltreppe, die keiner benutzt, aber die tagtäglich nonstop läuft. Das ist das Gebäude. Das ist die genannte Rolltreppe, die immer läuft, obwohl außer 22 den ganzen Tag keiner hochfährt. Vor allem Leute, die keine Treppen steigen können, kommen auch nie mehr runter. Die müssen im Innenhof des Gesundheitszentrums Bergmannstraße einfach vor sich hin ziehen. Und hier sind ganz viele verendete Menschen liegen hier und die werden dann in den Boden eingearbeitet. In Bäume verarbeitet. Und die kann man dann reingreifen. Richtig. Wie sehr hat es dir gefallen mit mir auf einer Skala von 1 bis 10? 74.832. Oh. Es war so schön. Süß, vielen Dank. Ja, sehr gern. Ich meine, es ist ja dir zuzuschreiben, ne? Die Schönheit, die Freude, alles. Geh! Sharing is caring.